Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet. Woloholika ist eine Handfärberei. Vorab möchte ich gerne schicken, dass dies eine Dauerwerbung ist, da eine Dauerwerbesendung ist. Du siehst hier nicht nur unsere eigenen handgefärbten Garne, sondern beispielsweise auch eine Häkelnadel. Heute zeige ich dir, wie man Stäbchen häkelt. Stäbchen, hier habe ich schon mal etwas vorbereitet, gehören zu den Grundmaschen der Häkeltechnik. Von der Größenordnung her gibt es beispielsweise feste Maschen, halbe Stäbchen und Stäbchen. Und das gehäkelte Häkelstück ist viel lockerer, als wenn man mit festen Maschen oder halben Stäbchen häkelt. Und wird wirklich sehr häufig verwendet. Wenn du am Ende einer Reihe angekommen bist, benötigst du 3 Luftmaschen, um auf der nächsten Seite mit den Stäbchen zu beginnen. Stäbchen häkelt man wie folgt. Du hast die Häkelnadel in der kleinen Schlinge, holst einmal Faden, stichst durch die beiden Füßchen der vorherigen Reihe im nächsten Stäbchen, holst Faden und holst nochmal Faden und ziehst durch. Also immer Faden holen, einmal einstechen, Faden holen und durch die 2 Schlingen, die ersten beiden Schlingen ziehen, die auf deiner Häkelnadel sind, nochmal Faden holen und durch die nächsten beiden Schlingen. Faden holen, einstechen, durchziehen, Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen, Faden holen und nochmal durch 2 Schlingen ziehen. Faden holen, einstechen, durchziehen, Faden holen, durch 2 Schlingen, Faden holen, durch 2 Schlingen. Stäbchen, ich häkel mal in normalem Tempo, häkeln sich sehr flott. Und du bekommst in doch einem ansehnlichen Tempo ungefähr 1 cm in der Höhe. Das ist die ganze Kunst der Stäbchen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Nachhäkeln. Deine Gabriele von Woloholika.